Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Transportiva 2 in der Kampagne. Sind wir dabei? Und ja, wie man sieht, aktuell, es geht voran auf der Welt. Es wird vieles gebaut, vieles funktioniert aber auch noch nicht. Zum Beispiel mit dem Verteiler hatte ich meine großen Probleme. Aber ich hoffe jetzt, weil die Distanz nochmal kürzer geworden ist, die der zu fahren hat, und wir 12 LKWs drauf haben, dass zumindest der Rum komplett abtransportiert wird. Und dass dann im selben Zug auch der Fisch, der mit dem nächsten Zug ankommt, der von hinten kommt, dass der dann auch abgeliefert wird. So. Es wird schon mehr versendet. Das ist doch schon mal ganz gut. Ausgeliefert obviously noch nichts, weil der Fisch lagert halt erst hier. Der muss erstmal rüberkommen. So. Und der ist jetzt hier am Ende seines Pentagramms. Das Geheimnis der Schiene ist gelüftet. Allerdings haben sie dich nicht ins Jahr 1746 teleportiert, sondern nur zum letzten Montagmorgen. Vielleicht doch besser, als mitten im Schlachtengetümmel aufzuwachen. Ich liebe es so sehr, dieses Quests. Also erstens, das Pentagramm war der richtige Einfall, den ich hatte. Und zweitens, letzter Montagmorgen. I mean, wir haben eine Zeitreise gemacht. Das ist schon cool genug, ja? Da gibt es nichts zu meckern. Jetzt müssen wir nur noch den Pub beliefern. Und 25 Fisch liefern. So, wie gesagt, der Pub hat schon bestellt. In der Regel wird aus Bier nichts. Und das beschreibt, glaube ich, das Saufertum ziemlich gut. Du hast Bier oder Schnaps. Dann hast du kein Bier oder Schnaps. Und nach 3 Stunden, also nachdem du wieder entsoffen bist, bleibt nichts übrig. Also trinkt nicht, Leute. Aus Bier wird nichts. Ich sag's euch. Transportfieber hat mir das beigebracht. Eindeutig. Ich liebe es, Quatsch zu erzählen nebenbei. Okay. Ich hoffe nebenbei langsamer, dass hier schon ein bisschen Whisky für den Pub bei ist. Weil wenn nicht, wäre das langsam etwas kritisch. Weil es könnte von mir aus sich dem Ende neigen, das Spiel. Ich meine, gut, wir sind bei Minute 2. Es kann auch gerne noch ein bisschen dauern. Einfach das, als Grund, um das Video ein bisschen zu strecken. Weil ansonsten würde ich eine 6-minütige Folge hochladen. Und Folge 7 war schon so kurz. Das muss nicht nochmal sein. Aber ja, wir gucken mal, Der Fisch, der kommt ja auch ganz langsam und allmählich. Ich meine, wir müssen 25 Fisch liefern. Das wird knapp, aber es wird auch immer mehr. Insofern wird der Anteil des Fisches, der hier liegt, linear steigen. Also nicht nur, nicht nur die Nummer, sondern auch die Schnelligkeit, mit der neuer Fisch nachkommt, wird linear steigen. Insofern kann das mit 25 noch klappen. Bleiben wir gespannt, Wie schaut das eigentlich aus, wenn die zwei Schiffe sich begegnen? Also fahren die durcheinander durch? Wie fahren die aneinander vorbei? Mal gucken. Ich glaube, sie fahren aneinander vorbei. Ja, eindeutig. Ah, okay, die Linien sind sogar so gebaut, dass sie von vornherein aneinander vorbeifahren. Okay, das ist gut. Das ist in der Tat sehr gut. Okay. Der Rum wird geliefert. Der Papa hat immer noch nichts. Jetzt werden noch 5 versendet? Was ist denn da los? Ah, weil wir nicht genug transportieren aktuell. Aber das könnte steigen, wenn jetzt hier wieder alles ankommt. Es könnte auch damit zu tun haben, dass wir hier das Terminal abgerissen. Scheiße. Warte mal ganz kurz. Das Terminal hat keinen Zugang mehr. I don't know, wie das jetzt passieren konnte. Oh shit, Leute, wir haben ein Problem. Dann nehmen wir das Terminal und packen es hier hin. Ich hoffe, das funktioniert dann. Weil ich will eigentlich mit einem Terminal hier beides abdecken. Actually, hier ist gut. Da. Der Bahnhof ist abgedeckt und der Hafen ist auch komplett abgedeckt. Glasgow Haltepunkt. Konfigurieren. Jetzt müssen wir die Gebäude wieder zubauen, weil ansonsten geht das nicht so lange gut. So. Machen hier an die Seite noch 2 Stück. Bauen eine kleine Straße hier, dass das schön aussieht. Straßen. Hier, kleine Straße. Na komm schon. Ich will die Straße wirklich da ranbauen. So ist gut. Alles klar. Dann haben wir's.
Okay, jetzt lassen wir ein bisschen schneller laufen hier. Der Rum ist jetzt leider despawned, aber jetzt müsste hier der Trichter wieder fallen. Genau, jetzt wird der Transport wieder hochgehen, weil jetzt die ganzen Sachen verschifft werden. Okay, das ist sehr wichtig. Der hat auch einen Rumpa dabei, das ist auch sehr wichtig. Das heißt, jetzt geht es auch hier wieder los. Ja, hier war komplett leer gelaufen. Ach du Scheiße, das Schiff wird also sehr leer fahren, leider. Es sei denn, der Versand steigt jetzt mal ganz schnell auf 200 oder so. Dann können wir es noch retten. Ansonsten eher weniger. Okay, 25 Fisch kriegen wir ja auch nicht hin. Verdammt. Etwas ärgerlich in der Tat. So, hier steigt es auch langsam, aber sicher. Wichtig, wichtig, wichtig. Man muss überlegen, er braucht 10 pro Jahr. Genau, er braucht 10 pro Jahr. Ich weiß halt nicht, ob ein Whisky schon reicht, der ankommt. Wenn nicht, dann muss mindestens 10 pro Jahr versendet werden. Sonst, ne, macht es keinen Sinn. Insofern hoffe ich mal, dass das funktioniert. Oder dass eine der LKWs hier schon Whisky bei hat für den Pub. Das wäre noch besser. Aber das schaut gerade nicht so aus. Das ist ein bisschen doof. Nee, es kommt wirklich kein Whisky am Pub an. Schade. Doch, da war doch kurz was, oder? Ja. Slänche, wie sie hierzulande sagen. Die Leute stillen ihren Durst neuerdings auf dem Trockenen. Alter, ist das... Eieieiei. Okay. Jetzt müssen wir also nur noch Fisch liefern. Und das... Dreh mal um. Dreh mal um zu. Mach mal voll. Komm. Wir müssen nicht weiter herauszögern, auch wenn wir erst bei 7 Minuten sind. Dann lassen wir den voll laufen hier mit Fisch und dann fahren wir das einmal rüber und dann hat sich das erledigt. Ich muss sagen, das hier fand ich ein extrem cooles Easter Egg. Lol. Wait. Ich kann das gar nicht mehr benutzen jetzt? Okay, wie geil ist das denn bitte? Ey, es ist wirklich cool gemacht. Jetzt fährt das so, wie ich es eingestellt, aber ich kann es nicht mehr umändern. Das ist ja mal richtig fancy. Ey, ich fühle das wirklich, ich fühle das. Also, sie haben sich richtig viele schöne Easter Eggs hier ausgedacht für die Kampagne. Mit dem Schäfchenzählen und Einschlafen fand ich einfach lustig. Das ist legendär hier gewesen. Mit dem Pub, okay, mit dem Pub fand ich jetzt nicht so krass, aber wirklich zwei der drei Easter Eggs waren wirklich top. Und eins war halt eine normale Aufgabe. Also da kann man nichts gegen sagen, wirklich. Ich bin von der Kampagne gerade sehr positiv überrascht. Wie immer bisher. Wieso kommt da ein Sägewerk-Sound? Ich verstehe das nicht. Vielleicht sieht es so aus wie ein Sägewerk. Ist das einfach ein Sägewerk in echt? Wenn hier stehen Tanks. Also wird es wahrscheinlich eher so eine Raffinerie sein oder so. Aber das hier, so Holzprodukte, könnte auch Sägewerk sein. Oder halt diese Warenfabrik, die Güter herstellt. Die sehen ja ungefähr so aus. Und das ist Stahl. Das Einzige, was ich hier nicht sehe, das ist ein Feld. Das Einzige, was ich hier nicht sehe, ist Fisch. Also ich hoffe mal, die fischen das jetzt nicht aus dem Tümpel hier. Weil das wäre ein bisschen wenig. Also kommt aus dem Tümpel mein Fisch fürs Thumbnail. Mal kurz hingepausiert. F12 drücken dafür. So, das ist auf jeden Fall auch ein Thumbnail-Wert hier. Nochmal kurz Thumbnail-Kunde hier. So. Was habe ich denn gebaut? Die Schiffe habe ich gebaut. Dann kann ich mir von der Mitfahrt ein Thumbnail nehmen oder so. Oder, ich habe eine Idee. Pause. Mitfahren. Nee. Leute, man kann es sogar bewegen. Okay, das ist geil. Das ist geil, dass man sich in der Kamera so bewegen kann. So, Thumbnail für die zweite Folge. Dann brauche ich auch irgendein Thumbnail für die allererste Folge. Gut, nehmen wir das hier. Kurz das wegmachen. F12. So, stehen alle 4 Thumbnails. Das muss ich auch machen und ich kenne mich. Ich vergesse das. Wenn ich werde die Videos jetzt direkt im Anschluss hochladen. Aber jetzt bin ich im Spiel. Bin quasi im Aufnahmemodus und kann mir viel besser denken, was in diesen Folgen das Relevante war. Am Anfang war es, wir bauen diese ersten Zulieferer auf. Danach war es das Schiff. In der dritten Folge ist das Rätsel mit dem dämlichen Stern und in der vierten Folge halt schlussendlich der Fisch. Weil es halt die letzte Quest ist, nehme ich an. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es die letzte Quest ist. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, sind das alles ganz gut gewählte Thumbnails. Hier mit den, da habe ich auch schon überlegt, als ich einmal so zugeguckt habe, da noch ein Thumbnail zu nehmen. Ich mache einfach mal ein Foto. Wäre auch nochmal ein gerechtes Foto für Folge 3. Da hatte ich ja die hier hinten mir angeguckt. Hier. Flogen die irgendwo.
Und da habe ich auch hätte ich mal ein Thumbnail machen sollen und dann kann ich hier den Kreis für Folge 4 nehmen. Weil jetzt haben wir in der Folge ja das Rätsel gelöst. Insofern, irgendwie so werde ich es mit den Thumbnails machen. Jetzt habe ich 5 Bilder, Folge 1 und 2 stehen und was wir bei Folge 3 und 4 machen werden. Wir sehen. So. Okay, hier ist alles voll, aber das ist ja per se erstmal kein Weltuntergang. Die Cargo kommt an. Wir machen ein bisschen langsamer. Erstmal ordentlich Geld, das finde ich schon mal sympathisch. Das reicht schon. Dank deiner Bemühungen blüht die Industriemetropole Glasgow regelrecht auf. Die Fabriken sind mit preiswerten Arbeitskräften versorgt und die Arbeitskräfte mit Schnaps und Fisch. Was will man mehr? Der Stadtrat dankt es dir und hat ihrer königlichen Hoheit Victoria gar vorgeschlagen, dich in den Ritterstand zu erheben. Oh. Welch eine Ehre. Ja, das ist doch mal was wert hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die nächste Mission ganz kurz im Teaser an. Mexikos Westküste im ausgehenden 19. Jahrhundert. Ein unscheinbarer Fleck mit einem verheißungsvollen Namen. Topolobampo. Ein Klima so mild wie nirgends sonst, die Ebenen fruchtbar wie der Garten Eden und in den Bergen unermessliche Reichtümer. Der perfekte Ort, um eine Utopie wahr werden zu lassen. Ein Leben in Freiheit und Gleichheit für alle. Okay, klingt interessant. Es klingt nach Erzabbau. Wahrscheinlich Goldadern oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich finde auch die Bonusaufgaben interessant. Der schnellste Wurm von Mexiko, wahrscheinlich ein Zug, der sich halt durch so ein Tal windet. Füße schon, wahrscheinlich Personen transportieren. Und was sind Liebesgeschichten und Heiratssachen? Also was ist okay, aber was? Werden wir es herausfinden in den nächsten Folgen von Let's Play Transport Viva 2 Kampagne. Und für mich ist es auch ein krasser Cliffhanger, weil ich werde die jetzt nicht mehr aufnehmen. Sondern halt erst in ein, zwei Wochen, wenn ich wieder Videos brauche. Insofern, ich bin wirklich gespannt, was passiert. Sehen wir uns aus eurer Sicht in 4 Tagen wieder, aus meiner Sicht in ein, zwei Wochen. Habt noch eine wunderschöne, gute Zeit. Ja, was soll ich noch sagen? Tschaußen!